Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Battlefront. Heute geht es darum, und zwar spielen wir heute mal Singleplayer mit dem galaktischen Imperium in Schlacht mit der, ja, EE3. Was nehmen wir mal? Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ja, wir spielen auf Schwierigkeit normal. Heute mal Schlacht. Eigentlich wollte ich online aufnehmen, aber gerade keinen Server gefunden und von daher sieht es nun so aus, dass ich die meisten Folgen, also die Folgen davor, aufgenommen, also die davor auch kommen werden, sind jetzt im Moment noch nicht kommentiert von mir, sie werden danach kommentiert, weil, wie ihr schon hört, meine Stimme sehr im Arsch ist. Aber ich dachte mir, dass ich zumindest zu offline kommentieren ist ja im Grunde. Das wäre sonst irgendwie ein bisschen schwach. Habe ich so das Gefühl, habe ich so im Gefühl, und ich habe auch im Gefühl, dass das hier ganz schnell ganz tödlich werden kann. Eigentlich schaffe ich das doch recht fix. So, ich werde mich jetzt hier oben auf den Berg zurückziehen, damit wir hier nicht zu viel Schaden erleiden, nachdem ich diese Punkte hier eingesammelt habe. So. Von hier hat man den besten Überblick, definitiv. Von hier kommen sie. Anscheinend. Ah. Vielleicht hole ich ja was weg. Sehr schön. Dann bleiben wir mal bei den Punkten. Hier auch jemand? Oh nö. Das möchte ich aber bitte nicht. Dass hier jetzt jemand kommt, darauf hätte ich jetzt. So. Schön. Verdammte Rebellion. Ich verziehe mich wieder auf meinem Berg. Mach weiter, kurzen Prozess mit den Rebellen. Ja. Also es kann durchaus sein, dass ich das hier nicht schaffe. Denn es ist schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht höhere Kunst, aber es ist nicht so leicht, wie es im Moment. Wieder mal diese Punkte-Runde. Körperschild haben wir auch. Was mir doch einen recht großen Vorteil verschafft. Ich mal so zu sagen. Warren muss ich unbedingt stoppen.
Punkte-Runde geht wieder weiter. Jo. Bam, bam. Ist hier noch ein Punkt? Ja. Wenn wir den noch kriegen? Nö. Scheiße. Aber wir haben jetzt 40 Punkte. Und so schlecht sieht es gar nicht mal aus. Nein. Ich habe Angst immer noch von den Quaren, weil die sehr gut sind. Die Solustaner, die sind okay. Aber die Quaren, die sind... Die sind schon gut. So, jetzt haben wir hier aber Punkte. Das Problem ist, dass hier noch jemand ist. Nicht. Sehr schön. Beeindruckende Serie, Soldat. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mal nochmal ein Thermal hinterher werfen. Ich muss die Quaren holen. Sehr schön. Der Quaren bringt 5 Punkte. Jetzt versuchen wir es nochmal, hier unsere Punkte-Runde zu starten. Ich bin immer hochkonzentriert. Hoffen wir das. Aber er ist ja eigentlich nie zufrieden, wenn man das ehrlich sieht. Oh, Ishii-Tipp. Das ist eine ganz gefährliche Nummer. Oh, der Quaren. Ich muss den Quaren holen. Das Schild kriegt was ab. So, aber ich jetzt... Oh nein, Ishii-Tipp. Ach du Scheiße, bitte komm. So, ja, das bringt uns aber 5 verdammte Punkte. Du hattest eine überragende Ausbildung. Hoffen wir das. 77. Bis jetzt noch ohne größeren Fehler überstanden. Aber es ist halt nur auf normal. Das heißt, ja. Deswegen. Wir holen keinen Quaren. Holen. Der Quaren ist immer noch nicht weg. Hier kommen sie von allen Seiten. Scheiße. Oh, hier ist ein Quaren. Scheiße, jetzt bin ich weg. Ah, Mist! Vom schweren Quaren-Schütze werden wir dann am Ende weggenascht. Scheiße. Jetzt sind sie hier alle. Und jetzt läuft es gar nicht mehr so rund, wie es gerade eben noch lief. Scheiß Quaren! So. Oh, das Schild. Bitte lade ich auf, danke. Oh, gut. Wichtig! Oh, aber hier liegen Punkte, hier liegen Punkte. Und jetzt fehlt uns nichts mehr zum Sieg. Gar nichts. Gefühlt. So, ich werde jetzt jeden verdammten Punkt einsammeln, denn wir müssen nur noch 2 Leute holen. Dann ist das Ding hier für uns entschieden und das wird passieren. Garantiert. Sie werden jetzt keine Chance mehr haben. So, ich werde mich jetzt einfach zu den Punkten durchringen. So, das ist mir jetzt alles egal, denn wir haben gewonnen. Bam. Sehr schön. Ja.
Und damit verabschiede ich mich sogar von dieser recht kurzen Folge und sage, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.